Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute zeigen wir euch ein verlassenes Haus im Wald. Wie lange genau es schon leer steht, ist schwer zu sagen. Aber Zeitungen und andere Einrichtungsgegenstände aus längst vergangenen Jahrzehnten lassen Vermutungen zu. Das Besondere an dieser Heizung bemerkten wir erst beim Ansehen unserer Aufnahmen. Anscheinend wurde diese Heizung mit Ölkanistern betrieben. Wahrscheinlich war es nicht möglich, dass ein Lieferfahrzeug nah genug ans Haus herankam, um einen normalen Tank zu befüllen, sodass die Bewohner regelmäßig schwere Kanister zum Haus bringen mussten. Vieles, was wir im Haus gefunden haben, ist erstaunlich gut erhalten. Es wirkt noch heute so, als ob gleich jemand zurückkommt und sich gemütlich ans Fenster setzt, um in einer seiner Lieblingszeitschriften zu blättern. Die Zeitungen sehen noch aus wie neu, dabei sind sie gut 30 Jahre alt. Schöner Wohnhefte aus den späten 1980er Jahren, man mag es kaum glauben. Könnten doch manche der abgebildeten Möbel auch in einer aktuellen Ausgabe gezeigt werden, ohne dass man das Alter bemerken würde. Thank you.
Als wir zum Schlafzimmer kamen, waren wir sehr überrascht. Ein fast perfekt gemachtes Bett erweckt sofort den Eindruck, als hätten hier vor kurzem noch die Besitzer gelebt. Doch der Schmutz auf der Bettdecke, die offenen und kaputten Fenster machen den Anblick irgendwie auch ein wenig befremdlich. Es kann sein, dass es hier noch so ordentlich ausschaut. Sogar Kleidung hängt noch im Schrank. Und ein kleines Blumengebinde ist hübsch auf dem Ofen drapiert. Irgendwie gespenstisch. Und dann knallt plötzlich im Erdgeschoss eine Tür. Ordner mit der Aufschrift Rechnungen 1954 konnten wir keine Papiere mehr finden. Jedoch lag in unmittelbarer Nähe der Lieferschein eines Ofens aus dem Jahr 1977. Ein über 40 Jahre altes Stück Papier im besten Zustand. Natürlich liegen auch in diesem Haus Dinge, die sicherlich erst später hierher gebracht wurden. Auch hat an einem der Stühle offensichtlich jemand mit dem Feuer gespielt. Die Stärkung in Form von eingemachten Kirschen und einem Rest Likör hingegen stehen wohl schon ewig unberührt auf dem Regal. An dieser Stelle verabschieden wir uns für heute. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Gerne könnt ihr einen Kommentar oder einen Daumen da lassen. Über ein Abo würden wir uns natürlich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal.